meistens dieses nehmen. Einmal mit Meerjungfrauen. Eine Mermaid. Passt alles so schön zusammen. Ja. Wir brauchen Stifte, wir brauchen Deko. Es sind einfach Textmarker in allen Farben. Wow. Bis später, wir sehen uns im Studio wieder. Hallo ihr Lieben. Hallo, herzlich willkommen bei DIY Inspiration. Wir sind immer noch bei Idee und vielen Dank an Idee, dass wir heute hier drehen dürfen. Idee Kreativmarkt in Bielefeld. Das ist super schön hier. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr in Bielefeld seid. Für uns ist oder wenn ihr einen anderen Ideemarkt, eine andere Filiale bei euch in der Stadt habt. Ja, genau. Es lohnt sich. Oder online gibt es das auch. Aber wir kaufen jetzt einen für Bullet Journaling. Bullet Journaling. Ich liebe es und es gibt so schöne Sachen dafür hier. Wir werden auf jeden Fall richtig perfekte Sachen finden. Und wir nehmen euch dabei mit. Also wir sind jetzt hier gerade schon bei den Händen. Katja hat da gerade schon mal geschaut und wir haben uns jetzt gerade schon mal die hier ausgesucht. Da sind zwei mit drin im Pack. Einmal mit Meerjungfrauen und einmal so richtig süß rosa. Die sind mega schön. Ich trage den Korb. Wir brauchen aber natürlich drei, ne? Ja. Wir holen noch ein anderes. Es gibt nämlich auch noch hier. Ja, das ist so ein Notizblock. Aber der ist auch mega schön. Ja. Können wir den? Nein. Schaut mal hier. Hier gibt es auch noch mal welche. Boah, die sind mega schön. Vielleicht das mit Leo oder hier das mit Ringen. Oh, das sieht extrem gut aus. Ja. Ehrlich. Das ist richtig schön. Das ist so schön. Lass uns das nehmen. So lass uns dieses nehmen. Das nehmen wir mit. Sind genau gleich. Ach so, ja. Sind so ein bisschen. Ja. Oder hier sind so ganz schlechte auch noch. Das finde ich auch nicht schlecht. Dann kann man sich das auch noch von außen gestalten, ne? Ja. Aber Eva möchte das. Ja, das natürlich. Das hat Leo-Muster, bitte. Nimm es. Okay, gut. Dann haben wir drei Stück, ne? Oh, guck mal, hier gibt es auch noch in Schwarz. Das könnte man halt auch noch von außen schön gestalten, Bullet Journaling. Bullet Diary heißt es übrigens. Das ist mega schön. Und wir brauchen Deko, wir brauchen Stifte, wir brauchen Deko. Und da werden wir auf jeden Fall fündig. Washi-Tape! Kathi ist bei Washi-Tape. Ja, ich muss jetzt erstmal vorher wissen, welches kriege ich, damit ich dazu passend mir was holen kann. Katja. Wollen wir tauschen? Wollen wir das nehmen, Katja? Das? Das, was du gerade... Ich finde es auch extrem süß. Das kann man tatsächlich, da haben wir einen Mittelweg, wir können es von außen noch gestalten. Mhm. Und es glitzert. Es glitzert. Beziehungsweise es ist Holo. Ja. Es ist Holo. Darf ich dann das hier mit den Meerjungfrauen haben? Klar. Und wer möchte das hier? Das losen Katja und ich aus, wer welches bekommt von denen. Das heißt, ich kann mir passen, was zu den Meerjungfrauen aussuchen, ne? Ja. Dann? Weil ich hier gerade nämlich schon eine Washi-Tape-Rolle gesehen habe. Katja, soll ich mal die Kamera nehmen? Ja. Dann kannst du aussuchen. Genau, erstmal gibt es hier richtig tolle Sticker. Oh, und guck mal die Stifte hier, wie süß. Das hatten wir ja gerade auch eigentlich erst noch entdeckt, diese kleinen Hände, die so aussehen. Ja. Man muss sich ja für irgendwas entscheiden. Das passt alles so schön zusammen. Ja. Also ein kleineres. Sollen wir so ein kleineres nehmen? Ja, lass uns das. Dann haben wir alle ungefähr das gleiche. Dann haben wir alle tatsächlich die gleiche Ausgangslage. Guck mal, hier wollen wir uns das hier. Das sind vier Blatt. Das mitnehmen, das mitnehmen, mitnehmen, alle, ne? Mitnehmen. Ja. Und guck mal, das ist hier das gleiche Motiv. Wie auf dem einen Heft, auf dem hinten, auf dem zweiten Mermaid. Ich dachte, Kathi, wirst du jemals wieder mit ins Studio kommen eigentlich? Nee, aber ich habe irgendwie gerade eben gedacht, ich hätte hier das auch noch mit den Meerjungfrauen gesehen, aber das sehe ich jetzt auch. Doch, das ist da. Ich habe das auch gesehen. Boah, ich habe was richtig Cooles entdeckt noch. Es sind einfach Textmarker in allen Farben. Wow. Ich habe das noch nie gesehen, wirklich in allen Farben hier, ne? Mega cool. Mitnehmen. Ja. Richtig schön. So, die nehmen wir auch noch. Yay. Mega schön, mega schön, mega schön. So, das Körbchen füllt sich. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Studio wieder. Bis dann, Kathi. Bis später, wir sehen uns im Studio wieder. So,
Wir sind wieder im Studio zurück und es sind auch schon ein paar Tage vergangen. Und wir sind jetzt tatsächlich zu zweit hier. Kathi ist schon im Urlaub, deswegen machen wir zwei schöne Bullet Journaling hier. Ja, also Kathi macht es wahrscheinlich ein bisschen später, ihr Teil auf jeden Fall, weil es sind schon schöne Sachen, Leute. Es sind schon schöne Sachen für Kathi da und das seht ihr dann natürlich auch nochmal. Kathi wird euch das auf jeden Fall nochmal zeigen. Ich würde mal sagen, das sind unsere Bullet Journals. Wir zeigen sie erstmal. Es sind Notizbücher, für die wir uns entschieden haben. Sind 14,5 cm mal 21 cm groß. Ich glaube, die sind Sind sie gleich groß? Ja, sind die. Also du nimmst das mit den Pünktchen. Ich nehme das mit den Pünktchen. Das sieht extrem schön aus. Ich mag es total. Ich nehme das Holo. Ich liebe es. Oh. Sehr schön. Und wir haben noch als Bekannte. Ja, das ist... Genau, mit den Nägeln. Sieht sehr schön, aus. Ja, und wir haben passende Sticker für Kathi dazu. Ja, die sind auch extrem schön. Also, die sind da auch, da sind halt mehrere Layers. Ja. Guck mal, also, okay, mehrere sind es nur zwei, aber das sind, sieht extrem süß aus. Ja, ich mach weil die es sind verschiedene Motive. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch sowas Ähnliches tatsächlich, aber ich wollte ja halt irgendwie so mehr so in Richtung japanisch süß gehen. Deswegen habe ich diese hier gekauft. Die sind da auch extrem süß. Das sind auf jeden Fall mehrere Seiten hier. Auch guck mal. Ich mag das total. Mal gucken, was ich damit alles machen kann, ne? Ja. Aber sind schon schön. Dann haben wir hier diese wunderschönen Büroklammern. Die sind mega cool. Ja. So, ich habe noch passend dazu für meine Sachen, habe ich noch Washi-Tape, so ein Set mit so einem Sakura Washi-Tape-Set. Ich möchte jetzt wirklich ganz, wir gucken das uns endlich an. Also, wir haben einmal das mit so Sakura mit so einem Gold. Haben wir, das mag ich auch total, das sieht richtig trippy aus von hier, guck mal. Das sieht extrem schön aus, das ist schwarz, es ist richtig stylisch, ich liebe das, finde ich auch mega. Ach guck mal, die beiden kennen wir doch. Die sind extrem süß und oh mein Gott, hier steht auch My Heart is Dancing auf Japanisch und auf Englisch. Und die halten Händchen. Also wenn ihr noch nicht unseren Idee-Haul gesehen habt, unsere Tauschpakete, schaut da auf jeden Fall vorbei. Da hat Katja was aus der Kollektion auch schon bekommen. Ja, was aus der Kollektion. Ja, deswegen, ich fand es auch extrem süß und deswegen mache ich das Ganze auch in diesem Stil, mein Bullet Journal. Okay, nicht fallen. Nicht fallen. Okay, bitte wir haben noch mehr Washi-Tape. Zeigen wir gleich. Ich zeige euch erstmal das hier, was wir mitgenommen haben. Das es sind 15 Textmarker. Und ich liebe das einfach. Es gibt auch pastellfarbene, es gibt auch krasse Farben. Okay, man kann sich das, ich zieh das mal raus, hinstellen. Oh, ich mag diese Farbe. Ist die krass? Ich denke... Ich habe ein Problem. Okay, die ist krasser als gedacht, aber die habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen. Man denkt so, gibt es 15? Katja, versuch mal so zu drehen. Ach so, vielleicht. Ich werde die Bastelin auf jeden Fall benutzen heute. Ich denke auch. Wir können auch Musik daran machen. Wow. Die sind vielfältig einsetzbar. Sorry, ich wollte dir nicht wehtun. Okay. Nee, nein. So, wir haben weitere Washi-Tapes. Die haben sehr viele. Also wir haben das hier einmal auch richtig passend zu diesem wunderschönen Look. Also so richtig schön mit so Pünktchen und so Bubbles, ich weiß nicht. Wir haben dann ein Washi-Tape mit Wochentagen. Mega praktisch. Ja, dann mit den Zahlen. Mit Zahlen auch sehr, sehr praktisch, auch schön in Pink. Dann haben wir noch, auch wieder genau das gleiche, aber ein bisschen anders geschrieben. Friday, Saturday, Sunday, Week und alles andere. Genau. Und ich habe hier nochmal die Monate. Ja. Auch in Gold aufgesetzt. Ja. Mega schön. Passen alle. Und schön. Diese hier haben wir neu geholt. Weil die auch extrem schön sind. Die sind so schön. Ja. In Pastelli. Aber passt auch zu den ganzen Monaten haben wir noch auch diese Sticker. Also extra noch verschiedene Sticker. Das sind vier Sheets, also vier Blätter. Deswegen, ich glaube, das passt für uns alle. Das passt hervorragend. Ja. Und Schablonen. Ja. Okay. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Da habe ich auch noch mehr Sticker. Wunderschöne Spring mit so, ich mag die auch total. Die sehen auch extrem süß aus. Mal gucken, was wir damit machen können. Also das hier sind Alphabet-Sticker in XXL, dann hier ein bisschen kleiner Zahlen nochmal. Auch Alphabet, also in verschiedensten Größen bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist richtig cool, ja. Und wir haben auch noch Sticker für so ganzen Reminder, vielleicht Birthdays, vielleicht, also quasi die man halt oben die quasi sind so. Sehr cool. Die sind richtig cool. Seht ihr gleich auch noch, wie die funktionieren tatsächlich. Work, mega Birthday, cool. Also sind sehr viele. Okay, ich würde sagen, wir legen erstmal direkt los. So. Jo Leute, ich bin jetzt hinter der Kamera. Hi!
Und ich starte direkt. Ich habe mir überlegt, ich möchte unbedingt diese Schablonen ausprobieren. Ja, die sind auch richtig. Ich finde die mega cool. Und ich werde damit direkt erstmal auf der Startseite hier eine große 2022 drauf machen. Mm. Und das mega coole bei diesen Punkten ist, ich liebe diese Sachen mit Punkten. Mhm. Ich kann mich hier so richtig schön dran orientieren, wo ich hier die 2 ansetze. Und dann kann ich brauche ja noch mehrere Zahlen. Ich brauche noch mehr, ich brauche noch 2 und weitere. Was war das für ein Satz? 2 weitere Zweien und eine Null. Zwei weitere. Dass das halt richtig schön wird. Und ich möchte das in den Textmarkern machen. Ich schnapp mir mal diesen mega Neonpinken. Wie könnte es anders sein? Ich nehme das Neonpinke für das Neonpinke hier. Oh, guck mal, wie cool das wird. Wow. Sehr schön. Ich muss das gleich ein bisschen sauber machen natürlich noch. Okay. So. Okay, die erste 2 ist schon mal fertig. Vorsichtig. Vielleicht noch ein bisschen ausbessern hier oben. So. 1, 2. Dann kommt eine 0 daneben. Funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr schön. Das ist auch richtig cool, dass auch so alles daneben sein kann, was man machen kann, ne? Mhm. Stimmt. Also ehrlich gesagt, ich habe noch nie Bullet Journal gemacht. Deswegen freue ich mich auch drauf. Ja. Und ich dachte mir auch schon so, ich lasse einfach nur Eva das zuerst machen, damit ich dann einfach noch ein bisschen abgucken kann, was genau Eva macht. Dann könnte ich vielleicht auch was anderes machen. Ja. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Inspiration genommen, vielleicht, was wir alles machen können. Ja. Oh. Das Schöne dabei ist ja, man kann ja seiner Fantasie freien Lauf lassen. Man kann alles Mögliche damit tracken, man kann sich einen Kalender machen, man kann aber auch einfach damit tracken, welche Netflix-Serie man noch fertig gucken muss. Ja, man kann sich für jede Folge ein Kreuzchen machen oder man kann sich was Schönes dahin malen. Mhm. Man kann auch Rezepte da reinschreiben. Das man ist kann halt alles Mögliche machen. Alles Mögliche, man hat einfach mega, mega viele Möglichkeiten. Jetzt mache ich die nächste 2. Und ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ich mache keine klassische Kalenderseite, ich mache einen Geburtstagskalender. Oh. Und den mache ich tatsächlich auch ein bisschen weiter hinten rein, damit ich vorne tatsächlich noch Seiten habe. Wenn ich vorne noch weitere Kalenderseiten reinmache, habe ich hinten dann Platz für die Geburtstage, um die schön zu tracken. Einmal rum. Ausmalen. Sehr schön. 2022. In Perfektion. Perfekt. In Pink. Sieht gut aus. Ja. Und das ist halt das Schöne, wenn man die Schablonen benutzt. Das war ja tatsächlich gerade auch so mein erster Test damit. Und ich will meinen Namen noch schreiben. Mein Name kommt da tatsächlich noch drunter in einem anderen schönen Neonton. Wenn man wie ich nicht so ganz geübt mit so der Handschrift ist und Kalligrafie und so, bin ich nicht so ganz gut drin, sieht das trotzdem damit sehr cool aus. Ein E. Was nehmen wir denn dafür? Ich nehme jetzt mal deinen von vorhin. Ich probiere ihn zuerst aus, Katja. Ich liebe den Farbton. Wo ist ein V? Hier. Da. Ich habe einfach nur 2 Spalten angeguckt und habe einfach das nicht gefunden. So, wie viele Buchstaben hat das Alphabet eigentlich? Bei mir sehr wenig heute. Ich finde es auch total, dass es hier so zum Beispiel Schablonen gibt, so weißt du, mit so richtig dünnen. Ja. Das ist ja schon richtig dünn, Leute. Mhm. Die können wir gleich auch nochmal mit anderen Stiften ausprobieren. Mhm. Okay. So. Oha. Das ist sehr schön. Ja, ja. Kann man sehr schön lesen. Ja, das stimmt. Mhm. Startseite ist erledigt. Jetzt, da weiß sie. Sieht sehr schön aus, Eva. Ja, danke schön. Cool. Danke schön. Ich suche mir jetzt eine Seite etwas weiter hinten raus. Und zwar nehme ich direkt eine Doppelseite. Nicht ganz hinten, falls mir noch irgendwas anderes einfällt, was auch so in den hinteren Bereich soll. Mhm. Und dann haben wir ja hier diese Stickerchens geholt. Ja. Mit den das sind Registriersticker. Okay. Und der Clou da dran ist, man nimmt die ab und dann kann man die tatsächlich, man klebt den nicht komplett rein, sondern der Birthday-Teil, der bleibt außen. Die werden so doppelt gemacht und dann werden die geklebt an 2 Seiten, dass man eben dieses kleine Lesezeichen so außen hat. Da kann ich mich tatsächlich sogar auch an den Punkten orientieren. So, geklebt. Wenn ich das jetzt zumache, habe ich hier Birthday stehen. Mega! Mhm. Und kann das eben hier direkt an der Stelle aufschlagen. Und jetzt schaue ich, jetzt muss ich das mal ein bisschen dritteln, muss ich jetzt die Punkte einmal zählen, dass ich immer die Abstände gleich habe. Ich brauche ja 12, ich brauche eine 12-Teilung. Und dann kommt für jeden
Monat ein Kästchen und da kann ich dann die Geburtstage reinschreiben. Mhm. So, einmal gucken. 1, 2, 3, 4. 35, 36, 37, 38, 39. 39 durch 3 sind 13. Ich mache das gleich immer bei 13. Und hier mache ich so ein bisschen tatsächlich nach Augenmaß. Das teile ich hier einmal in der Mitte. Da benutze ich jetzt unseren schwarzen Stift für. Ich liebe das einfach. Man kann hier das einfach richtig schön runterzeichnen. 13. Hier einmal, hier das nächste Mal. Also die sieht schon schön aus. Dankeschön, danke. Einfach nur, ich mache ein paar Linien und dann sieht es jetzt schon schön aus, ehrlich gesagt. So, ich habe das hier sehr fein säuberlich unterteilt. Und jetzt habe ich endlich Gelegenheit, Sticker aufzukleben. Ja. Ich mag, die Farben sind so schön aufeinander abgestimmt. Mhm. Ich mache das tatsächlich so, dass ich die einfach immer zentral draufklebe. Mhm. Dann kann ich nämlich die Geburtstage drumherum sortieren. September. Muss ich tatsächlich sagen, finde ich von den Farben her mega cool. Ja, richtig schön. Ist nochmal richtig sommerlich. Ja. Oh. Nicht kaputt machen. Wenn der Dezember jetzt nicht funktionieren möchte, ne? Doch. Der Dezember ist auch mein Freund. Okay, da kamen noch ein paar Punkte mit dran. Die verteile ich später noch. Und wie könnte es anders sein? Eva schreibt ihren Geburtstag immer zuerst rein. 6.6. Geburtstag ist da und da kann ich jetzt ganz viele andere Geburtsdaten noch mit dran schreiben. So, also ich bin jetzt dran. Ich habe ja meinen wunderschönen Bullet Journal hier und ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe schon mal einfach nur miterlebt, dass es sehr viele machen, so wie mit sehr viele machen es mit, wie heißt es nochmal? Kalender, aber mit so einem Mood-Kalender. Quasi, wie man sich fühlt an dem Tag. Deswegen dachte ich mache das jetzt auch, weil ich einfach nur Bock drauf habe. Und theoretisch ist es ja fast genau das gleiche, das was Eva gemacht hat, aber ich mache ein bisschen anderen Design. Und ich glaube, ich mache eine Woche bei mir hier rein. Also ich habe es mal schon so, ich habe ein bisschen Inspiration, ein bisschen Internet gesehen, ein bisschen im Internet nachgeschaut, weil ich habe es noch nie gemacht, werde ich wirklich, deswegen musste ich das machen, Leute. Also es gibt so viele schöne Ideen, googelt es einfach mal, es gibt wirklich so viel cooles Zeug, auch bei Pinterest oder so, man sieht so mega viele schöne Sachen. Deswegen, ich würde mir tatsächlich sagen, ich würde diese Woche mal aufschreiben, es ist ja die zweite Augustwoche, ich würde einfach nur mal ganz stumpf mal hier einfach nur August hinschreiben, dann würde ich hier die ganze Woche so verteilen, dass man das irgendwie so verteilt und dann quasi hier kommt irgendwas zu. Versuche schön was Schönes zu malen oder so. Ich versuche es. Es muss nicht unbedingt was Schönes sein, aber ich versuche es. Sieht bei dir eigentlich immer schön. Dankeschön, Dankeschön. Aber ich dachte mir auch, ich muss diese Sachen hier auch mal ausprobieren. Du musst das Washi-Tape probieren. Ich muss allgemein die ganzen Sachen ausprobieren. Das sieht einfach nur richtig schön aus. Deswegen, jetzt bin ich aber wirklich... Okay, das ist richtig schwierig gerade. Ich glaube, ich nehme mal dieses hier, dieses Pastelllila und schreibe mal hier einfach nur August rein. Und ich versuche es wirklich da rein zu schreiben. Ich hoffe, dass es relativ gut aussehen kann. Oh. Okay, das ist ein A. Nein, das ist ein bisschen nach... Okay, warte mal, können wir noch mal. Ich mache mal nochmal, weil ich habe dieses... Das ist so schwierig mit den ganzen Punkten, ne, Leute? Weil, also ich versuche es schon so nach Pünktchen zu machen, aber das ist so. Da musst du erstmal ein Gefühl für kriegen. So, warte mal. Punkt. Der Stift passt einfach so gut zu deinen Fingernägeln. Dankeschön. Ich hab's extra so gemacht. Nein, hab ich nicht, aber. Aber. Ich guck mal, ob ich wo ist mein Match? Da? Hier so in dem Bereich. Da, genau. Das ist dein Match auf jeden Fall. Und ich nehme tatsächlich auch mal diesen Stift und versuche das jetzt einfach nur mal ganz schön nachzumalen. Ich mache es so, wie soll ich sagen, so... Unperfekt. Unperfekt. Aber das ist auch ein Stil, sagen wir mal so. Das kann auch sehr ästhetisch sein. Ich finde das sehr schön mit dem Pastell und dann dem Schwarz dabei. Das ist immer ein schöner Kontrast. August, dann schreibe ich mal hier vielleicht, also hier kommt dann quasi einfach nur das, wo ich dann hinschreibe, welcher Zeitraum das ist. Es ist ja 8. bis zu dem 14. Mhm. Ich muss, glaube ich, auch das alles mal ganz kurz berechnen. Mach das mal. Wie ich das alles mache. Okay, warte mal.
Wie hast du es gemacht? Ich habe von oben nach 39 hatte ich gezählt. Aber du fängst aber ein bisschen weiter unten an. Aber ich muss ja, ich möchte so machen. Ah. Also ich muss die ganzen Punkte jetzt einfach nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28. 28 ja. plus 28? 28 plus 28 sind 56. 56 geteilt durch 7. 8. Das ist 8. Also ich brauche 8 pro Tag quasi. Machen wir mal so. Ich frage mich gerade, soll ich mal ein bisschen markieren? Weil ich möchte das eigentlich so machen. Nee, doch, ich müsste es. Mit dem Bleistift zum Vormarkieren? Nee, alles gut. Ich könnte auch theoretisch auch so machen. Ich mache mal vielleicht. Die Frage ist, wo ich das mache. Aber eigentlich theoretisch ist es komplett egal, wie groß die werden. Es kann auch relativ groß sein. Ich würde mal hier vielleicht anfangen. Und 8 pro Tag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also quasi ist das ein Tag. Alles klar. 1, 2, 3. Ich hoffe, das ist richtig. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Tag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Tag. Also das passt tatsächlich alles. Deswegen, ich würde mal hier von unten noch ein bisschen auch mal markieren, wie die genau die Tagen sind. Versuche es extrem so auch so zu machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Also quasi auch so nicht unbedingt ganz schön. Einfach nicht so perfektionistisch. Nicht so perfektionistisch. Also das braucht man doch gar nicht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag hat einen Knick. Gut. Donnerstag hat einen Knick. So, Leute, und jetzt versuche ich einfach nur das Ganze noch hier so ein bisschen so umzurunden, so rund zu machen. Okay, und jetzt muss ich die auch noch alle sortieren, quasi, diese Tage. So, das haben wir. So, alles klar. Wir haben es wunderschön gemacht. Genau, und jetzt theoretisch wollte ich die Wochentage quasi hier groß mit einem Textmarker aufschreiben und dann drüber malen, welcher Wochentag das ist. So, und zwar male ich hier groß eine 8. 08. Weißt du noch, es gab noch so habe ich auf jeden Fall bei TikTok gesehen, so einen Trend, das ist halt so. Irgendwie so hat es so eigene Vibes, wie zum Beispiel eine 4 hat irgendwie so Vibes zusammen mit einem Donnerstag. Kriegst du es? Bei mir ist es auch ein bisschen so mit 11. 11 könnte auch ein Donnerstag sein. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, fühlt sich so ein bisschen an wie ein Donnerstag. Ja, so eine 11, deswegen passt wenn ihr doch sowas kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Zahlen, Tage, besondere Verbindungen dazu. Es hat einfach nur ein bisschen einen Vibe. Dann schreibe ich hier Montag. Ich habe hier die wunderschönen Tage schon geschrieben. So sieht es bis jetzt aus. Und theoretisch kann ich jetzt einfach nur hier mal, ich male einfach nur vielleicht, soll ich nur Mut oder vielleicht noch so vielleicht, wie man isst? Oder vielleicht, was gibt es denn noch alles? Schlaf kann man schön tracken, Schlaf, wie stimmt. viel man trinkt, mhm. das auch. Man kann da so kleine Wassertröpfchen hinmalen, die man dann ausmalen kann. Ja, das stimmt. Also ich mache mal vielleicht hier, also Schlaf. Mut ist, glaube ich, grün. Passt doch grün, ne? Mut. Essen könnte man auch. Essen. Wie viel man gegessen hat. Ja. Hat man zu viel gegessen? Hat man sehr? Hat man oder man halt die Ziele, die man sich genau wie mit dem Schlaf auch. Mhm. Hat man so viel geschlafen, wie man eigentlich geplant hatte? Mhm. Oder war genau. komplett anders? Deswegen, ich müsste, glaube ich, diese ganzen Dinge hier ganz immer hier aufschreiben. Mhm. Musst du so eine Legende unten hin machen. Mhm, das mache ich auf jeden Fall. Ich würde vielleicht das auch wirklich als Sport bezeichnen. Ich glaube, dieses Orange passt irgendwie Orange so. Orange ist auch schön für Sport. Ja, ich mache mal Sport, glaube ich. Sehr aktiv. Ich finde das eine sehr aktive Farbe. Ja. So, okay, warte mal. Ich schreibe mal hier so eine Legende quasi. Das war Schlaf. Mhm. Ja, das war... Stimmung, Mut. Stimmung. Sport. Alles mit S. Krass, stimmt. Schlaf, Stimmung und Sport. Sport. Ich würde jetzt bei diesem Ganzen, würde ich so eine kleine... Anzeige machen. Mhm. Vielleicht sollte ich mal auch so eine von diesen wunderschönen Linealen nehmen und ich mache es auch wieder so ein bisschen messy. Ja, da kommen so kleine Balken. Mastbalken. Mhm. Und dann quasi muss ich die Balken befüllen und gucken, wie viel ich was gemacht habe. So, also ich habe jetzt die ganzen Balken hier mal gemacht und wir drehen das Video ein bisschen früher, deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich nur Montag erlebt, deswegen würde ich ganz kurz ein bisschen mal schreiben, was ich alle gemacht habe. Sport habe ich extrem wenig gemacht, deswegen mache ich mal so einen kleinen Balken.
Stimmung war ganz schön gestern. Deswegen machen wir mal, ich sag mal, so. Könnte ganz gut aussehen. Schlafen. Nicht so ganz, ja, doch, war gut, aber das war so. Es war in Ordnung, es war in Ordnung. Deswegen, also ungefähr so wird es bei mir aussehen. Ich würde vielleicht auch ganz kurz dann vielleicht auch mit diesen wunderschönen Textmarkern noch nachbearbeiten. Oh, vielleicht könnte ich auch das alles in die Farben machen. So vielleicht. Ich liebe diese Pastelltextmarker. Ja, die sind extrem schön. Ich mag auch diesen Look gerne. So, deswegen, was habe ich jetzt schon mal gemacht? Deswegen, ich habe jetzt ein bisschen Mess gemacht. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Zeit für Washi Tape. Und das liebe ich auch total. Warte mal, wo ist das Ende? Wo ist Anfang? Da ist es. Ich liebe das hier tatsächlich. Deswegen würde ich mal vielleicht mal ganz kurz, vielleicht hier so. Weiß ich gar nicht. Ich mag das hier tatsächlich. Vielleicht würde ich einfach nochmal ganz hier vielleicht durch das Ganze. Ich weiß nicht, ob das sich lohnt, durch das ganze Ding zu gehen. Doch. Doch. Das wird doch ganz schön sein. Hier rüber. Ich versuche es richtig gerade zu machen. Und. Jawohl, das ist. Ja, doch, schön. Das schön ist reingefaltet. Das ist doch relativ ganz gut. Ich mag total vielleicht ein paar von diesen wunderschönen. Wir haben ja sehr schöne Sticker, ne? Ich mag diese Datei tatsächlich. Ich würde vielleicht diese hier. Ein paar Kois und vielleicht diese hier. Ich mag die auch total. Ich würde hier mal ein bisschen. Nur ein paar Sticker. Also einfach nur da drauf. Einfach nur, damit es ein bisschen schöner aussehen könnte. Ich und es immer passt farblich auch so schön. Das ist genau der gleiche Pastellton, den du hier halt bei den Zahlen hast. Ich hoffe einfach nur, das passt doch alles. Sieht richtig schön aus. Die machen mir tatsächlich auch Spaß. Es ist doch wirklich spaßig. Deswegen, Leute. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, von welcher Seite ich das machen soll. Flexibel einsetzbar. Ja, weil das hier ist so. Das ist ein sehr weiter Verlauf, ne? Richtig. Oha, es geht noch weiter, Leute. Das ist immer sehr faszinierend bei Washi-Tape. Das geht noch weiter. Einfach nur diese Konzentration. Etwas gerade aufzukleben. Mon coeur bat rumpe. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist Französisch. Faszinierend. Es ist alles Mögliche. Ja. Es ist einmal Französisch, es ist einmal Japanisch, einmal Deutsch, alles gemixt. Und Englisch. Sehr cooles Tape. Guck, mit den Käufischen kannst du das sehr, sehr schön kaschieren. Ja, kaschieren ist das Wort. Okay, damit mache ich das nicht. Nope. Ja. Genau, vielleicht hier noch ein paar Blümchen oder so ein. Ja, alles gut, das wird doch was. Okay, ich würde mal sagen, ich mache mir noch Zeit, um das Ganze jetzt noch ein paar Blümchen, ein bisschen Blümchen, mehr Deko. Ein bisschen Deko und wir sehen uns gleich. Und wir sind fertig. Ja, wir haben unseren Haul ausgiebig getestet und Kathi wird natürlich auch noch ein bisschen Bullet Journaling machen mit den schönen Sachen. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Mein absolutes Highlight tatsächlich sind diese Stifte. Die Stifte sind richtig schön. Und das Washi-Tape. Washi-Tape ist immer ein Highlight, aber diese Stifte, oh mein Gott, sie sind so schön. Sie sind echt süß. Sie sind so schön. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe ja noch ein bisschen noch mehr designt. Ich habe hier noch vielleicht irgendwelche Notes hingepackt. Mhm. Hier könnte ich auch irgendwas hinschreiben. Ich habe gerade noch ein bisschen. Ja, es muss ich nochmal alles nachgucken. Ich habe einfach nur übertrieben und mehr also, ist mehr, Katja. Mehr ist mehr. Das erste Mal finde ich es gar nicht so schlecht. Mhm. Gar nicht so schlecht. Mega, mega cool. Und natürlich nochmal ein großes Dankeschön an Idee, dass wir bei euch drehen durften. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.